Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Pokémon Go. Und diesmal sage ich nicht, wer ich bin. Mal was anderes. So, also im Gameplay seht ihr heute einige Quests, die leider nicht aktuell sind, sondern die sind vom letzten Event, Earth Day, Erde-Event, Earth Day-Event, wie auch immer. Auf jeden Fall gab es da für Boden, Pflanze und Wasser-Pokémon den dreifachen Sternenstaub. Für Feuer natürlich nicht. Und uns wurde der Community Day für den 16. Juni angekündigt und es ist tatsächlich Lavita. Yay, 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 yay. Hammer. Richtig Hammer. Ich habe zwar genügend Bonbons und eigentlich auch schon genügend Despota, aber ja, warum nicht? Shiny fehlt mir ja schließlich auch. Ah, da hat man endlich die Chance, sich wirklich so viele wie möglich zu sichern, wenn man das mit den Raids vielleicht nicht so hinbekommt. Ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Vor allem, ich überlege echt, dann den Community Day vielleicht ein bisschen anders zu vollbringen, indem ich vielleicht dann doch mal das Fahrrad nehme. Also, ich habe wirklich Angst, dass es genau so abläuft wie bei Glumanda. Dass ich zum Teil dastehe und sage, ja, und jetzt ist hier nicht ein einziges Pokémon, das ich fangen möchte. Diesmal habe ich zwar kein Sternstück an, diesmal gibt es ja auch dreifache EP, dazu kommen wir vielleicht gleich. Das ist übrigens das Ergebnis vom Glumanda-Event oder Glumanda-Community-Day. Und ja, Australien rot und ein bisschen gelb und natürlich sehr viel blau, weil sehr viele Leute haben nun mal Team Blau gewählt. Warum auch immer. Zu den Quests habe ich euch, oder zu den Pokémon habe ich euch auch die 100% IV rausgesucht. Ich habe keine Liste, wo einfach alle draufstehen, sondern ich habe sie alle einzeln nachgesehen und euch dann hier eingeblendet. So, dann wollen wir mal sehen, was gibt es denn zu dem Lavita Community Day noch. Also am 16. Juni von 11 bis 14 Uhr, ganz normal. Lavita Spezialattacke wird natürlich irgendwann bekannt gegeben, dazu komme ich aber gleich. Dreifache Erfahrungspunkte für Pokémon-Fang und natürlich die dreistündigen Lockmodule. Die können sie auch gerne immer lassen. Da habe ich überhaupt nichts gegen. Es ist wieder ein Samstag, was ich persönlich aber gut finde. Weil egal, wo ich dann hin möchte, ich habe dann auch wirklich die Chance, irgendwo hinzufahren. Weil bei uns fahren die öffentlichen Verkehrsmittel am Sonntag nicht so gut. Ja, interessanterweise ist die Ingame-Nachricht von den Japanern nicht so gelaufen wie im Deutschen, weil dort steht nämlich drin, welche Attacke Despota bekommt, wenn ihr während der Zeit ein Lavita zu Pupita und Pupita zu Despota entwickelt. Und zwar ist das Katapult, die Sofortgesteinsattacke. Was bedeutet das jetzt genau? Tja, das bedeutet, dass Despota tatsächlich eine Sofortattacke Gesteinsattacke erlernt und kann auch eine Gesteinsladeattacke, nämlich Steinkante. Das kann Geowatz zwar auch, aber Geowatz hat Katapult nicht und Katapult ist wahrscheinlich etwas besser als Steinwurf. Und Despota ist ein richtig, richtig gutes Pokémon. Wenn man von Despota mit den Gesteinsattacken mehrere hat, dann hat man was richtig Gutes. Es gibt, ich habe schon Prognosen gesehen, dass man mit Despota mit der neuen Spezialattacke zu zweit gegen Ho-Oh antreten kann. Und
Ich denke mal, auch gewinnt. Sonst würden sie das ja nicht erzählen. Und mit Geowatz muss man das zu dritt machen. Also das ist hart. Aber ja, wie gut die Attacke wirklich wird, schließlich könnten sie daran ja noch was drehen. Wir kennen das ja. Ich sag nur Glurak. Da wurde ja auch erstmal dran gedreht und schon war die Attacke nicht mehr so toll, wie man eigentlich vorher gedacht hat. Also bei Katapult würde ich jetzt noch abwarten, was jetzt wirklich daraus wird, bis sie wirklich vielleicht im Netzwerk Traffic auftaucht und dann schauen wir weiter. Genau. Dennoch, richtig geiler Community Day mal wieder. Das ist natürlich also durch diese hohe Häufigkeit, weil es sind ja halt, es ist jeden Monat. Das ist schon hart. Da muss man schon echt gucken, wie man das organisiert bekommt. Also ich sag mal, für die Leute, die zum Beispiel samstags arbeiten müssen, also immer samstags arbeiten müssen, das ist natürlich für die richtig blöd. Ja. Bei manchen Community Day Events muss man eventuell tatsächlich dann den Kürzeren ziehen und sagen, schade, ich kann nicht dran teilnehmen. Oder ich kann nur eine verlängerte Mittagspause versuchen einzuordnen, statt den ganzen Tag freizunehmen. Das ist nun mal so. Die meisten haben nun mal am Wochenende Zeit und es gibt aber einen kleinen Teil, der muss Samstag arbeiten. Ist ja hier Busfahrer, ne? Die öffentlichen Verkehrsmittel fahren ja auch nicht von alleine. Wer weiß, irgendwann vielleicht. Für alle, die sich vielleicht mit den Shinies gar nicht so auskennen, hier vielleicht mal zum Vergleich, dass wir bei Lavita vielleicht etwas genauer hingucken müssen. Es ist einfach nur ein bisschen grüner. Bei den anderen ist es dann wieder ein bisschen eindeutiger. Aber wir werden ja beim Community Day wahrscheinlich nur Lavita fangen und nicht Pupita oder Desputa. Und selbst wenn, sind die irgendwie nie shiny. Irgendwie ist ja immer nur die Grundform shiny. Deswegen wird man ein Stolos aus einem Raid nie in shiny Form wohl bekommen. Aber okay. Wenn das so ist, wenn das Niantic so machen möchte, dann ist das so. Habe ich auch jetzt ehrlich gesagt auch nichts dagegen. Stolos ist wirklich ein schwerer Raid-Boss. Da reicht eigentlich auch Desputa von der Stärke her. Noch stärker müssen die jetzt nicht unbedingt sein. Gut. Ja, ich habe heute zum ersten Mal meinen 6. Quest abgegeben, ohne dass Professor Villa aufgetaucht ist. Yay! Der Fehler ist wohl doch behoben. Und ich dachte schon, irgendwie letzte Woche ging es immer noch nicht, aber da hatte ich anscheinend das Update noch gar nicht runtergeladen. Obwohl ich das zur Verfügung gestanden, obwohl es zur Verfügung gestanden hat. Oh je. Das war jetzt total durcheinander. Sorry, tut mir echt leid. Ich bin heute nicht ganz bei Sache. Gut. So langsam, also von den Quests her sind wir jetzt definitiv durch. Ich habe jetzt euch alle gezeigt, die ich da mal hatte. Und ich habe eine ganze Menge angesammelt, die ich dann noch ja, benutzen muss. Ich habe für diesen Monat fast keinen Quest eingelöst, keine Pokémon-Begegnung eingelöst. Ich habe keine Ahnung, wie viele Pokémon-Begegnungen dahinter versteckt sind. Bin mir noch nicht ganz sicher, wann ich die einsetzen werde. Sollte ich aber eigentlich in nächster Zeit dann tun. Bin noch gespannt, was jetzt mit der Abenteuerwoche wird. Vor allem, wann sie endlich losgeht. Hallo, Niantic, ihr habt gesagt, diesen Monat. Wo bleibt die denn? Ach, Mensch. Also von mir aus kann die ja bis zum 1. Juni gehen, die Abenteuerwoche, weil am 1. Juni habe ich frei und das würde ich schon gerne sehr, sehr ausgiebig nutzen. Freitags gehe ich nämlich wirklich sehr gerne Pokémon Go spielen. So ist nicht.
Gut, wir haben ein Absol gemacht. Das ist jetzt nicht das ultra beste überhaupt. Zumal es auch nicht zu zweit ist, aber wir haben halt ein Absol gemacht. Warum wir hin und wieder mal Absol machen? Ja, wenn kein Räter da ist, dann machen wir halt Absol. Was soll man denn sonst tun? Wir haben halt keine 20 Arenen hier im Dorf. Ne, so weit sind wir noch nicht und ich glaube auch kaum, dass wir das jemals schaffen würden. Wenn man das wirklich wollte, könnte man das ja tatsächlich durchziehen. Da guckt man sich dann eine bestimmte Zelle an, die vielleicht sowieso schon schön vollgeklatscht ist und versucht in derselben Zelle immer weiter irgendwelche Portale einzureichen, die dann zu Pokéstops werden und irgendwelche alten Pokéstops werden dann zu Arenen. Da gibt es ja auch eine feste Liste, wo man eigentlich schon so ungefähr weiß, dass wenn sobald zwei Pokéstops in dieser Zelle sind, wird eins davon eine Arena. Und ich glaube dann erst wieder ab vier Pokéstops, dann wird wieder eins zur Arena. Gut, das war's dann auch schon. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.